Meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu der Antrittsvorlesung von Herrn Privatdozent Paul Heuningen-Hühne. Ich erlaube mir, Herrn Heuningen kurz vorzustellen. Einige von Ihnen werden ihn kennen, andere vielleicht nicht. Und so möchte ich einige Angaben zu seiner Person machen. Herr Heuningen ist eine sehr interessante Persönlichkeit, denn er hat einen sehr, könnte fast sagen, und das ist aber jetzt nicht abschätzig gemeint, sondern einen schillernden Weg hinter sich, Lebenslauf, nämlich Studium der Physik und der Philosophie. Er ist also gelernter Physiker, wie man dann sagen würde. Nachher Promotion auch in theoretischer Physik an der Universität Zürich. Vorher Studium an der Universität München. Er hat dann Lehraufträge gerade nach der Promotion in Philosophie an der Universität wahrgenommen, auch in Soziologie, Biologie, Geschichte, also vielfältige Interessen, die ja auch dann in seinem Vortrag noch sehr deutlich zum Ausdruck kommen werden. Wir sehen ihn dann auch als freien Mitarbeiter etwa am Fernsehen DRS in der Sendung Mensch, Technik und Wissenschaft. Er hat dann verschiedene Vertretungen vorgenommen, etwa von Herrn Professor Launer an der Universität Bern, dann wieder verschiedene Lehraufträge in Philosophie der Wissenschaft und schließlich dann die Habilitation an unsere Abteilung, nämlich der Abteilung 12. Es fanden dann Einladungen statt, etwa an das MIT. Dort hat er mit Herrn Kuhn, Professor Kuhn, zusammengearbeitet im Department of Linguistics and Philosophy. Dann des Weiteren auch Vertretung von Herrn Professor Feierabend hier an unserer Schule und schließlich wiederum Visiting Fellow an der Universität Pittsburgh, Center of Philosophy of Science. Sie sehen also ein Philosoph, zugleich Physiker, der nun jetzt zu uns sprechen wird. Ich darf Sie, bevor wir das Referat von Herrn Heuningen hören, auch bereits einführen in das, was er gerade publiziert hat, letzte Woche Freitag erschienen. Paul Heuningen-Kühne, die Wissenschaftsphilosophie von Thomas Kunz, also das Thema, das auch hier nun irgendwo mitscheinen wird. Ich glaube, wir haben einen interessanten Vortrag vor uns und ich darf Herrn Heuningen bitten, nun zu uns zu sprechen. Aber wenn Sie laufen, ist das besser. Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, von Philosophen ist man es gewohnt, dass sie, wenn irgendein Thema X verhandelt wird, ziemlich schnell einmal fragen, ja, was ist eigentlich X? Bei Nichtphilosophen ruft diese Frage manchmal Widerwillen, manchmal auch eine produktive Perplexität hervor. Bei den Philosophen der Gegenwart ist der Sinn solcher Was-ist-X-Fragen umstritten, weil man mit durchaus guten Gründen bezweifeln kann, dass es in den interessanten Fällen wirklich gute Antworten auf solche Fragen gibt. Wie dem auch sei, ich schließe mich hier versuchsweise, das heißt ohne die Sachfrage präjudizieren zu wollen, derjenigen in der Antike entspringenden Tradition an, die solche Was-ist-X-Fragen für produktiv hält. Ich beginne also die Behandlung meines Themas Zankapfelreduktionismus mit der Frage, was ist das eigentlich, ein Zankapfel? Auch hier werden wir wieder auf die Antike zurückverwiesen, diesmal in die griechische Mythologie. Zankapfel ist eine im 16. Jahrhundert vorgenommene Lehnübertragung des lateinischen Pomum Eridos, der Apfel der Eris. Eris ist eine antike Dame im Range einer Göttin, mit dem Zuständigkeitsbereich der Kriegshändel im Besonderen und der Zwietracht im Allgemeinen. Eris war auf einer Hochzeit eingeladen, nämlich der Hochzeit der Thetis und des Peleus, zwei Namen, die Sie sich, um der Vorlesung auch weiterhin zu folgen, nicht zu merken brauchen.
Hinsichtlich der genauen Vorgänge auf dieser Hochzeit ist die Überlieferung nicht ganz eindeutig. Jedenfalls aber war viel Prominenz anwesend, nämlich alle olympischen Götter. Eris soll nun durch etwas, was wir heute wohl als ein gruppendynamisch angehauchtes Gesellschaftsspiel bezeichnen würden, ziemlichen Streit in die Hochzeitsgesellschaft gebracht haben. Sie warf nämlich einen Apfel mit der Aufschrift der Schönsten unter die anwesenden Gäste und das rief konkurrierende Ansprüche von drei Göttinnen auf diesen Apfel hervor. Das waren, hier wieder weniger wichtig, Hera, Athena und Aphrodite. Zeus fand einen für kompetent erachteten Schiedsrichter, den Paris, der den Streit entscheiden sollte. Paris war verschiedenen Bestechungsversuchen von Seiten der Damen ausgesetzt und sprach schließlich Aphrodite den Preis zu. Doch dieses Urteil hatte weitreichende Folgen, letzten Endes nämlich nichts weniger als den Ausbruch des Trojanischen Krieges. Und all das wegen des Apfels der Eris, des Zankapfels. Nun weisen manche Kontroversen, in denen der Begriff oder besser das Wort Reduktionismus eine zentrale Rolle spielt, durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit dieser Geschichte auf. Über Reduktionismus wird in den verschiedensten Wissenschaften und auch in der Philosophie zum Teil recht erbittert gestritten. Eine bestimmte Vorgehensweise als reduktionistisch zu bezeichnen, bedeutet bisweilen nichts anderes als ihre totale Ablehnung. Jemanden einen Reduktionisten zu nennen, ist in manchen Kreisen eine grobe Beleidigung. Wie ein Autor richtig bemerkt, schimpfen Antireduktionisten vielfach auf den Reduktionismus, als ob es sich dabei um einen Ausdruck handeln würde, der die gleichen moralischen Konnotationen hat wie Rassismus oder Faschismus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei den involvierten Personen handelt es sich keineswegs um zweit- oder drittklassige Wissenschaftler, die mangels eigener Kreativität sich die Zeit damit vertreiben, irgendwelche an sich unbedeutende Kontroversen vom Zaun zu brechen. Hören wir zunächst Francis Crick, immerhin einer der beiden, die die Struktur der DNA enträtselt und damit eine wissenschaftliche Großtat allerersten Ranges vollbracht haben. Hier also Crick. Das letzte Ziel der modernen Bewegung in der Biologie ist es in der Tat, die gesamte Biologie mittels Chemie und Physik zu erklären. Zitat Ende. Es soll also, in anderen Worten, die gesamte Biologie auf Chemie und Physik reduziert werden. Beachten Sie, dass im Zitat von einem bestimmten Standpunkt die Rede war, der die moderne Bewegung in der Biologie genannt wird. Gemeint ist natürlich die Molekularbiologie. Soweit Francis Crick. Nun zu Ernst Mayr, einem der Architekten des sogenannten Neodarwinismus oder der synthetischen Theorie der Evolution, ebenfalls ein Gigant der Biologiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Er ist ein erklärter Antireduktionist, was das Verhältnis von Biologie zu Physik und Chemie anbelangt. Mayr qualifiziert Äußerungen wie die von Crick folgendermaßen. Als ein bekannter Nobelpreisträger der Biochemie sagte, es gibt nur eine Biologie und das ist die Molekularbiologie, da hat er nur seine Ignoranz und sein mangelndes Verständnis der Biologie offenbart. Zitat Ende. Beachten Sie auch die feine polemische Spitze, auf Crick, so vermute ich, nicht durch Namensnennung Bezug zu nehmen, sondern durch die Beschreibung ein wohlbekannter Nobelpreisträger der Biochemie. Bevor wir hier irgendwie Stellung nehmen können, ist es nun doch vielleicht angebracht, auch darüber zu sprechen, was dieser umstrittene Reduktionismus eigentlich ist. Doch schiebe ich zunächst noch schnell ein, was sonst noch alles bis 7 Uhr kommen wird. Erstens also eine Klärung dessen, was Reduktionismus ist. Zweitens ein paar Argumente, pro und contra. Und drittens, weil sich die Situation als ziemlich kompliziert herausstellen wird, ein möglicher Umgang mit dieser schwierigen Situation. Nun also zum Begriff Reduktionismus. Im Alltag hat das Wort reduzieren mindestens zwei verschiedene, aber miteinander verwandte Bedeutungen. In der Küche bedeutet das Reduzieren einer Soße, das Einkochen derselben, auf ein kleineres Volumen. Im Militär bedeutet eine Truppenreduzierung die Verringerung einer bestimmten Anzahl Soldaten. Reduzieren bedeutet also einmal verkleinern, verringern. Dabei kann eine negative Wertung mitschwingen,
Wie etwa in der Wendung, ich bin heute Abend etwas reduziert, im Sinne von, ich bin etwas angeschlagen oder eingeschränkt in meinen Fähigkeiten. Nun gibt es im Alltag noch Bedeutungsvarianten, die sich direkt vom lateinischen reducere herleiten, das zurückführen bedeutet. Aber du kannst doch nicht alles auf sein frühkindliches Trauma reduzieren, bedeutet, eine vollständige Rückführung auf das frühkindliche Trauma sei unmöglich. Denn mit dieser Rückführung würde eine unangemessene Verringerung vorgenommen, also die erstgenannte Bedeutung. Soweit kurz der alltägliche Sprachgebrauch. Ich überspringe nun bestimmte gewissermaßen technische Bedeutungen von Reduzieren und Reduktion in verschiedenen Einzelwissenschaften und komme gleich zu den uns hier interessierenden wissenschaftsphilosophischen Bedeutungen. Diese Bedeutungen von Reduzieren, Reduktion und Reduktionismus nehmen alle von der ursprünglichen lateinischen Wortbedeutung ihren Ausgang. Die Biologie oder eine bestimmte biologische Theorie auf Physik und Chemie zu reduzieren, bedeutet, sie auf Physik und Chemie zurückzuführen. Ich bleibe in diesem Vortrag hauptsächlich bei diesem Beispiel, dem Verhältnis der Biologie zu Physik und Chemie. Vieles ließe sich auch allgemeiner formulieren, aber so etwas konkreter ist es vielleicht besser verständlich. Die abwertende Bedeutung von Reduktionismus ergibt sich nun aus dem Hereinspielen des anderen Bedeutungsmoments von Reduzieren, nämlich dem Verkleinern, Verringern, wo also etwas verloren geht. Ein Reduktionist in diesem Sinne ist einer, der nicht merkt, dass beim Zurückführen von B auf A etwas Wesentliches verloren geht. Vergleichbar einem Koch, der nicht bemerkt, dass ihm beim Reduzieren einer Soße diese nicht dicker, sondern dünner wird. Ich lasse im Folgenden die abwertenden Konnotationen des Reduktionsbegriffs außer Acht. Das wertneutrale Zurückführen von Biologie auf Physik und Chemie kann uns einerseits Verschiedenes bedeuten. Ich gehe hier nicht auf alle möglichen Varianten ein, sondern greife nur diejenige heraus, die am stärksten im Streit liegt. Es handelt sich um die Frage, ob das biologische Wissen ganz auf physikalisch-chemisches Wissen zurückgeführt werden kann. Das soll heißen, dass die biologischen Eigenschaften eines Organismus, handfest ausgedrückt, wie er sich entwickelt, was er frisst, wann und wie lange er typischerweise schläft, sein Paarungsverhalten, die durchschnittliche Wurfgröße und so weiter, dass also solche biologischen Eigenschaften und Regularitäten aus einer vollständigen Kenntnis des molekularen Aufbaus des Organismus abgeleitet werden können. Etwas technischer ausgedrückt, typisch biologische Begriffe müssen mit physikalisch-chemischem Vokabular definiert werden können und typisch biologische Regularitäten im Wesentlichen aus den Gesetzen der Physik und Chemie deduziert werden können. Die genaue Formulierung dieses Reduktionsprogramms, das will ich nicht verschweigen, wirft eine Reihe schwieriger Probleme auf die ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Die Frage lautet also, ob alles biologische Wissen nur eine andere Form von physikalisch-chemischem Wissen ist, sich inhaltlich demnach nicht von ihm unterscheidet. Dies ist die Kernfrage der Reduktion von Biologie auf Physik und Chemie, genauer gesagt, der epistemologischen Reduktion, das heißt der auf das Wissen bezogenen Reduktion. Bevor ich mich mit den möglichen Antworten auf diese Frage und einigen zugehörigen Argumente beschäftige, hier gerade die Bemerkung, dass man nun wohl verstehen kann, wieso Reduktionsdebatten so hitzig werden können. Mit anderen Worten, warum der Reduktionismus tatsächlich ein Zankapfel ist. Die Hitze rührt wohl hauptsächlich von daher, dass anscheinend nichts anderes als die Autonomie und wissenschaftliche Integrität einer ganzen Disziplin auf dem Spiel steht. Nehmen wir an, Biologie könnte ganz auf Physik und Chemie reduziert werden, das heißt, dass das gesamte biologische Wissen eigentlich physikalisch-chemisches Wissen ist. Dann kann man sich ja wirklich fragen, wozu man überhaupt Biologen und eigene biologische Institute braucht. Denn die eigentlichen Spezialisten für physikalisches und chemisches Wissen sind ja die Chemiker und Physiker. Und für die Biologen, insbesondere die klassischen Biologen, bleibt dann anscheinend nichts mehr übrig.
Ich halte diese angebliche Konsequenz des Reduktionismus, sollte er sich als zutreffend erweisen, für völlig falsch. Aber das ändert nichts daran, dass diejenigen, die sie für wahr halten, sie sehr beunruhigend finden. Doch nun zur Frage, wie man pro oder contra Reduktionismus argumentieren kann. Und damit dem zweiten angekündigten Abschnitt. Eigentlich sollte ja alles ganz einfach sein. Der Reduktionist müsste einfach zeigen, dass sich beispielsweise aus der genauen Kenntnis der Art und Lage der den Kater Theobald aufbauenden Atome und hinreichend viel Physik und Chemie alle seine Eigenschaften sich ergeben. So seine Vorliebe für Mäuse und Singvögel. Der Reduktionist wird auf dieses Ansinnen antworten, dass das Verlangte in der Tat möglich sei, aber, und hier kommt eine nicht unwesentliche Einschränkung, nur im Prinzip. Praktisch sei die verlangte Reduktion momentan nicht durchführbar. Dazu sei sie viel zu kompliziert. Aber es gäbe ein historisches und ein systematisches Argument dafür, dass sie doch im Prinzip möglich sei. Das historische Argument ist ein indirektes Plausibilitätsargument. Es macht die gegenteilige Behauptung, Theobald sei nicht auf Chemie und Physik reduzierbar, unplausibel. Das Argument beginnt mit der Feststellung, dass es in der Geschichte der Biologie immer wieder vorgekommen sei, dass Wissenschaftler eine besondere, irreduzible Natur des Organischen bzw. Lebendigen behauptet hätten. Und immer wieder seien diese antireduktionistischen Behauptungen später durch den Fortschritt der Biologie widerlegt worden. Denken Sie exemplarisch an die organische Materie, die lange als auf Anorganisches irreduzibel galt. Die Laborsynthese des Harnstoffs aus anorganischen Komponenten durch Wöhler 1828 entzog diesem Glauben dann irreversibel den Boden. Die Geschichte des Antireduktionismus in der Biologie ist in dieser Perspektive ein einziges Rückzugsgefecht. Phänomene, die lediglich noch nicht so genau untersucht waren, dass ihre Reduzierbarkeit offenbar wurde, wurden immer wieder fälschlicherweise zu Kronzeugen für den Antireduktionismus emporstilisiert. Was es also lediglich braucht, um die Reduktion von Theobald auf Physik und Chemie tatsächlich zu bewerkstelligen, ist ein größerer Forschungsaufwand. Obwohl dieses historische Argument keinesfalls ein hartes Argument ist, sollte man seine Wirksamkeit nicht unterschätzen. Diese Art von Argument spielt in der tatsächlichen Forschungspraxis eine nicht unerhebliche Rolle. Das systematische Argument des Reduktionisten lautet wie folgt. Wenn man kein Vitalist ist, und wer ist das heute schon, dann glaubt man, dass Organismen ihrer Substanz und den elementaren Wechselwirkungen ihrer Bausteine nach sich in nichts von der unbelebten Materie unterscheiden. Wenn dem so ist, dann müsse aber im vollständigen Wissen über die spezifische Anordnung der Atome in einem Lebewesen und ihrer Gesetze alles Wissen enthalten sein, das es über dieses Lebewesen nur geben kann. Es gibt prinzipiell keine zusätzliche Information über dieses Lebewesen. Im Prinzip muss es daher möglich sein, mit biologischen Begriffen formuliertes Wissen über das Lebewesen aus dem physikalisch-chemischen Wissen über den Organismus herauszudistillieren, wie kompliziert dieser Destillationsprozess auch sein mag. Für den Antireduktionisten ist dieses letzte Argument ein Paradebeispiel eines Scheinarguments. Dieses Argument übersieht eine fundamentale Eigenschaft der Materie, nämlich die sogenannte Emergenz. Bei der Einordnung gewisser Komponenten in ein Ganzes treten nämlich völlig neue Systemeigenschaften auf, die vorher nicht, und zwar auch nicht in Andeutungen, vorhanden gewesen waren. So etwa der Nobelpreisträger Konrad Lorenz. Solche Eigenschaften des Gesamtsystems können prinzipiell nicht aus der vollständigen Kenntnis der Komponenten, einzeln genommen oder anderen Teilkombinationen, abgeleitet werden. So etwa der schon erwähnte Ernst Mayr. Als Beispiel könnte man einen Schwingungsstromkreis nennen, dessen Schwingungsfähigkeit eine, wie man dann sagt, emergente Eigenschaft des Systems sei. Den einzelnen Komponenten eines solchen Systems geht die Schwingungsfähigkeit ebenso ab wie bestimmten anderen Kombinationen der Komponenten. Doch lassen sich hartgesottene Reduktionisten von der so charakterisierten Emergenz überhaupt nicht schrecken.
ebenso wenig wie von dem in diesem Zusammenhang oft gebrauchten, von Reduktionisten aber für hoffnungslos schwammig gehaltenen Satz, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile. Gerade das Beispiel des Schwingungsstromkreises lade zu einer herrlichen Gegenattacke ein. Wohl sei es so, dass die Komponenten eines Schwingungsstromkreises die Systemeigenschaft Schwingungsfähigkeit nicht hätten, dass sich diese Eigenschaft aber aus den Eigenschaften und der spezifischen Kombination der Teile strikt ableiten ließe. Das könne jeder Student einer technischen Hochschule im zweiten Semester nachweisen. In die das System beschreibende Differentialgleichung gehen nur die Eigenschaften der Komponenten und der Schaltplan ein. Die Schwingungsfähigkeit des Systems ist dann eine mathematische Konsequenz, das heißt aus der Kenntnis der Teile und ihres Zusammenbaus ableitbar. Doch lässt dieses Argument den Antireduktionisten nicht ohne Verteidigung. Wohl sei es anscheinend so, dass emergente Eigenschaften eines Ganzen manchmal erstaunlicherweise auf die Eigenschaften der Komponenten und ihren Zusammenbau zurückgeführt werden könnten. Aber erstens beweise dies natürlich nicht, dass diese Reduktion emergenter Eigenschaften immer möglich sei. Zweitens gäbe es nicht nur eine Emergenz von neuartigen Eigenschaften eines Ganzen, sondern sogar die Emergenz von neuartigen Eigenschaften der Teile, wenn sie in ein Ganzes integriert würden. Und dies würde den reduktionistischen Ansatz wohl endgültig ad absurdum führen. Man untersucht gewisse Dinge in Isolation und stellt ihre Eigenschaften fest. Dann integriert man diese Dinge in ein Ganzes und stellt fest, dass sie dann neue, gänzlich andersartige Eigenschaften haben. Nun lassen sich diese neuen Eigenschaften sicher nicht auf die ursprünglichen Eigenschaften zurückführen. Denn der wesentliche Kausalfaktor für ihr Auftreten ist ja gerade die Ganzheit, das Integriertsein der Teile in ein Ganzes. Die relevante Kausalrichtung ist hier nicht von unten nach oben, von den Teilen zum Ganzen, sondern umgekehrt, von oben nach unten, vom Ganzen zu den Teilen. Ein Beispiel: Nicht nur Hundebesitzer wissen, dass das Verhalten eines Hundes wesentlich davon abhängt, ob der Hund fern von Artgenossen ist oder nicht. Die Präsenz von Artgenossen bedeutet die Bildung eines gewissen sozialen Ganzen und dies beeinflusst in starkem Maße das Verhalten der einzelnen Mitglieder. Die Kausalitätsrichtung ist die von oben nach unten, was einer reduktionistischen Analyse, die von unten nach oben erklärt, grundsätzlich unzugänglich ist. Was sagt der Reduktionist zu diesem Argument? Es sei ein Scheinargument, sagt er. Die Rede von der Kausalität von oben nach unten sei schlicht obskurantistisch. Tatsächlich lässt sich alles auf die Eigenschaften der Elemente und ihre spezifische Zusammensetzung reduzieren. Natürlich verändert sich das Verhalten von Hunden durch die Gegenwart anderer Hunde. Aber das liegt nicht an einer geheimnisvollen Kausalität von oben nach unten, sondern daran, dass sich Verhaltensdispositionen zu bestimmten sozialen Verhalten trivialerweise nur in der Gegenwart von Artgenossen zeigen. Verhaltensdispositionen aber sind Eigenschaften von Individuen. Damit wird doch auf die Eigenschaften der Elemente des Ganzen reduziert. Dass diese Verhaltensdispositionen nur innerhalb des Ganzen aktualisiert werden, ist ebenso richtig wie unerheblich. Es sind dennoch Eigenschaften der Individuen. Kein Problem für die Reduktion. Ist der Antireduktionist nun endgültig geschlagen? Aber keineswegs. Für ihn liegt die Schwäche der genannten Reduktionsstrategie in ihrer Stärke, paradox ausgedrückt. Mit dieser Strategie lässt sich nämlich alles auf triviale Weise reduzieren. Aufgabe: Erkläre die Durchsichtigkeit bestimmter Materialien durch die Eigenschaften ihrer Atome. Lösung: Die entsprechenden Atome haben eine Eigenschaft transpar, eine Disposition, die man am einzelnen Atom nicht beobachten kann. Diese Disposition zeigt sich nur, wenn man viele Atome einer bestimmten Sorte geeignet zusammenschließt. Die Disposition transpar manifestiert sich gerade in der Durchsichtigkeit des dann entstehenden Körpers, was auch der Grund dafür ist, die Existenz dieser Disposition zu postulieren. Das
so der Antireduktionist, ist das vorher beschriebene Verfahren des Reduktionisten. Es ist so überzeugend wie die Methode von Molières Doktor, die Wirkung von Opium durch seine vis dormitiva wissenschaftlich zu erklären. In Wahrheit handelt es sich um Pseudowissenschaft reinsten Wassers. Aber jetzt ist der Reduktionist wieder am Zug. Er verweist darauf, dass der für die neuzeitliche Physik so fundamentale Begriff der Ladung, also schwere Masse, elektrische Ladung und so weiter, genau eine solche Disposition darstellt, die man ausschließlich zur reduktionistischen Erklärung von bestimmten Ganzheiten einführt. Das physikalische Postulat von der Existenz von Ladungen könne aber sicher nicht als unwissenschaftlich bezeichnet werden. Daraus folge aber und so weiter und so weiter. Ich möchte den fiktiven Dialog hier abbrechen. Zu einem natürlichen Ende kommt er nicht leicht. Was können wir aus ihm lernen? Nun erstens, dass es bei Reduktionsfragen offensichtlich eine immense Gefahr von Scheinargumenten, von argumentativen Finden und Sackgassen gibt. Und zweitens haben wir damit einen weiteren Grund dafür gefunden, warum der Zankapfel-Reduktionismus, um im Bild zu bleiben, nur sehr langsam fault. Aber was soll man in dieser Situation tun, insbesondere als Wissenschaftsphilosoph? Darüber spreche ich im jetzt folgenden dritten Abschnitt. Die Antwort, was in dieser argumentativ schwierigen Situation zu tun sei, ist, ganz abstrakt gesprochen, ziemlich trivial. Auf irgendeine Weise müssen die Argumente genauer, präziser, griffiger werden. Es gibt hier verschiedene Wege, aber ich schildere jetzt mit der Unbescheidenheit, zu der eine zeitlich beschränkte Antrittsvorlesung verführt, nur meinen eigenen. Der Ansatzpunkt ist die Frage, wie reduktionistische und antireduktionistische Positionen eigentlich generell begründet werden können. Die Frage nach der Begründung einer bestimmten reduktionistischen Position kann, was das Grundsätzliche anbelangt, ziemlich klar beantwortet werden. Eine reduktionistische Position ist eine Existenzbehauptung. Die Behauptung nämlich, dass eine bestimmte Reduktionsbeziehung existiert. Solche theoretischen Existenzbehauptungen werden außerhalb der Formalwissenschaften konstruktiv begründet. Durch die Konstruktion desjenigen, dessen Existenz behauptet wird. Man muss also die behauptete Reduktion vorführen. De facto kann die konstruktive Begründung für eine Reduktionsbehauptung meist nicht auf einen Schlag durchgeführt werden und die eigentliche Begründung besteht in der Ausführung eines Forschungsprogramms. Beispielsweise dem der Molekularbiologie. Um sich für ein reduktionistisches Forschungsprogramm motivieren zu lassen, muss seine Durchführbarkeit plausibel sein, wovon man sich vor allem durch schon erreichte Erfolge des Programms überzeugen lässt. Im Grundsätzlichen ist also die Art und Strategie der Begründung einer reduktionistischen Position ziemlich klar. Ganz anders steht es aber mit der Begründung für eine antireduktionistische Position. Hier handelt es sich nicht um die Begründung einer Existenzbehauptung, sondern um die einer Unmöglichkeitsbehauptung. Eine Reduktion von B auf A ist unmöglich oder für alle Reduktionsversuche von B auf A gilt, dass sie scheitern müssen. Es scheint, dass die Begründung einer solchen Unmöglichkeitsbehauptung, jedenfalls im Bereich der empirischen Wissenschaften, nicht auf zwingende Weise möglich ist. Hier sind wir nun auf eine weitere Quelle für den Zankcharakter von Reduktionsdebatten gestoßen. Es ist nicht einmal im Grundsätzlichen klar, wie genau für eine antireduktionistische Position erfolgreich argumentiert werden kann. Hier kann nun das Bedürfnis entstehen, das antireduktionistische Argumentieren selbst besser zu verstehen. Nicht diese oder jene antireduktionistische Position anzugreifen oder zu verteidigen, sondern die hierbei zu verwendenden oder zu vermeidenden Argumente genauer zu untersuchen. Mit anderen Worten, gefragt ist dann eine Theorie antireduktionistischer Argumente. Erstaunlicherweise findet man in der Literatur meines Wissens keinen Versuch, zu einer Theorie antireduktionistischer Argumente zu kommen.
trotz des starken Interesses an den Ergebnissen solcher Argumente. Diese Situation scheint mir ihrer Struktur nach vergleichbar mit der Situation des Argumentierens überhaupt vor Aristoteles. Es wird argumentiert, mehr oder weniger erfolgreich, aber die Grundlagen des Argumentierens liegen im Dunkeln. Es ist dann Sache einer philosophischen Bemühung, die Aufmerksamkeit eigens auf das Argumentieren zu richten. Im Falle des Argumentierens im Allgemeinen ist das Ergebnis die Logik. Im Falle des antireduktionistischen Argumentierens hoffentlich eine Theorie antireduktionistischer Argumente. Was soll diese Theorie leisten? Ich fasse mich hier sehr kurz. Als erster Schritt ist eine Ordnung der verschiedenen Typen antireduktionistischer Argumente nötig. Eine Klassifikation oder Typologie antireduktionistischer Argumente. Der zweite Teil der Theorie besteht dann in der detaillierten Untersuchung jedes Typs von Argument. Der dritte Teil der Theorie besteht schließlich in einer Sammlung und Analyse von gebräuchlichen Scheinargumenten. Welche Wege lassen sich nun einschlagen, um sich einer Theorie antireduktionistischer Argumente zu nähern? Hier im Telegrammstil besteht die Strategie darin, historisch erfolgreiche antireduktionistische Argumente im Detail zu untersuchen. Ich möchte Ihnen in der verbleibenden Zeit, die ich wahrscheinlich knapp überziehen werde, eine solche Fallstudie vorstellen, nämlich den quantenmechanisch inspirierten Antireduktionismus Niels Bohrs hinsichtlich der Reduktion der Biologie auf die Physik. Bohrs antireduktionistisches Argument brachte den jungen Max Delbrück dazu, sich der Biologie zuzuwenden. Bekanntlich wurde Delbrück einer der wichtigsten Mentoren der Molekularbiologie. Diese Tradition stellte sich aber, jedenfalls im Selbstverständnis ihrer führenden Exponenten, als durchgängig reduktionistisch heraus, und damit entbehrt die Geschichte des Bohrschen Arguments nicht der Ironie. Bohrs Argument findet sich in seiner Arbeit Licht und Leben von 1933. Bohr beschäftigte sich damals mit der Frage, ob die neue Physik, das heißt die klassische Physik plus die Quantenmechanik, zur Erklärung typisch biologischer Phänomene ausreichen würde oder nicht. Ab 1931, aber nicht früher, vertritt Bohr nun den Standpunkt, dass die Physik und Chemie die eigentlichen Lebensfunktionen, wie er sich ausdrückt, nicht erklären könnten, dass also das biologische Wissen nicht auf physikalisch-chemisches Wissen reduzierbar sei. Bohrs Argument, das lässt sich seinem Licht und Leben entnehmen, besteht in einem Analogieschluss. Zitat: Die behauptete Unmöglichkeit einer physikalischen oder chemischen Erklärung eigentlicher Lebensfunktionen dürfte in diesem Sinne analog zu der Unzulänglichkeit der mechanischen Analyse für das Verständnis der Stabilität der Atome sein. Zitat Ende. Also, so wie die klassische Physik sich als absolut unzureichend für das Verständnis der Stabilität der Atome erwiesen hat, die Bohrschen Postulate von 1913 waren auf dieses Problem die erste Antwort gewesen, so ist Physik und Chemie absolut unzureichend für das Verständnis der Lebensphänomene. Was stiftet diese Analogie? Das heißt, was ist der Vergleichspunkt? Darüber sagt Bohr, Zitat: Ich will hervorheben, dass der Kern der erwähnten Analogie das typische Komplementaritätsverhältnis ist, das zwischen der für jede physikalische Analyse erforderlichen Unterteilung einerseits und so charakteristischen biologischen Phänomenen wie der Selbsterhaltung und der Fortpflanzung der Individuen andererseits besteht. Zitat Ende. Die Analogie wird also durch das typische Komplementaritätsverhältnis gestiftet. Damit betreten wir zwar einen notorisch schwankenden Boden, können aber dennoch, jedenfalls vorläufig, die Form des Arguments angeben, das Bohr in Licht und Leben formuliert. Prämisse 1: Die Erklärung der Stabilität der Atome durch die klassische Mechanik ist unmöglich, weil hier ein bestimmtes Komplementaritätsverhältnis herrscht. Prämisse 2: Hinsichtlich der Erklärung von charakteristischen Lebensfunktionen durch die Physik herrscht das gleiche typische Komplementaritätsverhältnis. Konklusion: Also ist die Erklärung von charakteristischen Lebensfunktionen durch die Physik unmöglich.
Dreh- und Angelpunkt von Bohrs Argument ist also die Komplementarität, die daher zunächst diskutiert werden muss. Glücklicherweise gibt Bohr in Licht und Leben selbst eine Erläuterung. Dort führt Bohr den Komplementaritätsbegriff aber nicht auf das Verhältnis von klassischer Mechanik und der Erklärung der Stabilität von Atomen ein, so wie wir ihn in der ersten Prämisse seines Arguments benötigen. Vielmehr tritt der Komplementaritätsbegriff zunächst bei Bohrs Diskussion der Lichtphänomene auf, unmittelbar nachdem er dargelegt hat, dass sowohl die Wellenbeschreibung als auch die korpuskulare Beschreibung für die Lichtphänomene unentbehrlich seien. Ich möchte Ihnen diese Stelle aus Licht und Leben, sie besteht aus nur einem Satz, nicht vorenthalten. Zitat: Die Kontinuität der Lichtfortpflanzung in Raum und Zeit einerseits und der atomare Charakter der Lichtwirkungen andererseits müssen daher als komplementäre Seiten ein und derselben Sache aufgefasst werden, in dem Sinn, dass jede für sich wichtige Züge der Lichtphänomene zum Ausdruck bringt, die, selbst wenn sie vom Standpunkt der Mechanik aus unvereinbar sind, niemals in direkten Gegensatz kommen können, da eine eingehendere Analyse des einen oder anderen Zugs aufgrund mechanischer Vorstellungen verschiedene, sich gegenseitig ausschließende Versuchsanordnungen erfordert. Das ist der charakteristische, leserfreundliche Bohr-Stil. Nehmen wir diese Charakterisierung der Komplementarität in drei Punkte auseinander. Der Gegenstandsbereich der Komplementaritätsrelation besteht in verschiedenen Seiten ein und derselben Sache, wobei jede für sich wichtige Züge des entsprechenden Phänomens zum Ausdruck bringt. Das ist ziemlich klar. Von einem bestimmten Standpunkt aus sind diese verschiedenen Seiten ein und derselben Sache miteinander unvereinbar. Diese Unvereinbarkeit besteht also nicht absolut, sondern nur relativ zu einem bestimmten Standpunkt, wie er von einer Theorie geliefert wird, hier der klassischen Physik. Dieser Standpunkt der klassischen Theorien besteht in der Vorstellung einer von den Beobachtungsmitteln unabhängigen Existenz der Phänomene. Bohrs Formel hierfür. Unter dieser Voraussetzung sind der korpuskulare und der Wellencharakter des Lichts in der Tat nicht miteinander vereinbar. Licht besteht dann entweder aus Wellen oder es besteht aus Teilchen, unabhängig von den Aktivitäten eines Beobachters. Zusammengefasst, beide Seiten sind von einem bestimmten Standpunkt aus miteinander unvereinbar. Nun zum dritten Charakteristikum von Komplementarität. Trotz dieser Unvereinbarkeit der komplementären Seiten des Phänomens können diese aber, so Bohr, niemals in direkten Gegensatz kommen. Es könnte ja sein, dass in einer bestimmten experimentellen Situation das Licht zugleich als Welle und als Korpuskel beschrieben werden müsste, was ein begrifflicher Widerspruch wäre. Dieser Widerspruch wäre für Bohr aber nicht dadurch aufzulösen, dass man sagt, dass er sich ja nur auf dem Boden der klassischen Physik einstellt und daher für die Quantenphysik nicht mehr relevant ist. Diese Art der Auflösung des drohenden Widerspruchs ist für Bohr deshalb nicht möglich, weil er etwa seit 1927, interessanterweise noch nicht aber 1925, der Überzeugung ist, dass auf die klassischen Begriffe nicht verzichtet werden kann. Der Grund ist, dass die Ergebnisse von Experimenten seiner Meinung nach immer in klassischer Terminologie mitgeteilt werden müssen. Demnach müssen die drohenden Widersprüche auf andere Weise als durch die Aufgabe des klassischen Vokabulars verhindert werden. Nach Bohr gibt es hier nun eine physische Verhinderung von Widersprüchen. Die zwei Klassen von Versuchsanordnungen, bei denen das Licht Wellen- bzw. Korpuskeleigenschaften zeigt, schließen einander physisch aus. Um es ganz drastisch zu sagen, so wie es physisch unmöglich ist, an den gleichen Platz in einem Zimmer zwei verschiedene Schränke zu stellen, so ist es physisch unmöglich, eine Versuchsanordnung zu realisieren, bei denen der gleiche Lichtstrahl simultan Wellen- und Teilchenaspekte zeigt. Zusammengefasst, beide Seiten kommen wegen physischer Widerspruchsvermeidung niemals in einen direkten Gegensatz. Soweit zu Bohrs Einführung des Komplementaritätsbegriffs.
Jetzt müssen wir verstehen, warum und wie der für das Licht eingeführte Komplementaritätsbegriff auch für die in der ersten und zweiten Prämisse von Bohrs Argument genannten Situationen relevant ist. Hinsichtlich der ersten Prämisse gibt uns Bohr die folgende Auskunft. Zitat: So besteht ein Komplementaritätsverhältnis zwischen jedem eindeutigen Gebrauch des Begriffs des stationären Zustands und einer mechanischen Analyse der Bewegungen der Teilchen innerhalb der Atome, das ganz dem beschriebenen Verhalten zwischen Lichtquanten und elektromagnetischer Strahlungstheorie entspricht. Zitat Ende. Man kann also die drei für das Licht eingeführten Bestimmungen des Komplementaritätsbegriffs auf das Verhältnis zwischen jedem eindeutigen Gebrauch des Begriffs des stationären Zustands, sprich Quantenmechanik, und einer mechanischen Analyse der Bewegungen der Teilchen innerhalb der Atome, sprich Mechanik, übertragen. Dabei treten zwar gewisse Schwierigkeiten auf, aber gemeint ist im Wesentlichen Folgendes. Die klassische Physik und die Quantenmechanik sind zwar miteinander unvereinbar, werden aber beide in der Physik benötigt. Wieder gibt es eine physische Verhinderung drohender Inkonsistenz. Spezifisch quantenmechanische Effekte können mit klassischen Mitteln nicht untersucht werden, weil dabei das zu untersuchende Quantenphänomen zerstört wird. Ist nun eigentlich die erste Prämisse von Bohrs Argument begründet, um deren Willen wir diesen langen Ausflug in das Gestrüpp der Komplementarität unternommen haben? Das ist sie allerdings, denn wenn Mechanik und die Verwendung des Begriffs stationärer Zustand zueinander komplementär sind, dann heißt das unter anderem, dass sie miteinander unvereinbar sind. Es war ja gerade die Unvereinbarkeit, die den eigentlichen Clou der Komplementarität, die physische Widerspruchsvermeidung, nötig gemacht hat. Es kann also die Stabilität der Atome durch die Mechanik nicht erklärt werden. Nun zur zweiten Prämisse von Bohrs Argument. Hier soll nun Komplementarität zwischen der Physik, also der klassischen Physik plus Quantenmechanik, und den charakteristischen Lebensfunktionen bestehen. Zunächst macht Bohr in Licht und Leben auf einen Gegensatz aufmerksam. Einmal gibt es mit der Physik unvereinbare Resultate physiologischer Untersuchungen. Zum anderen aber ist der Vitalismus, der eine besondere, der Physik ganz unbekannte Lebenskraft postuliert, abzulehnen. Diese Verwerfung des Vitalismus hat aber dann die folgende Konsequenz. Es geht noch 4 Minuten. Wenn wir imstande wären, so Bohr, die Analyse des Mechanismus der lebenden Organismen ebenso weit zu treiben wie die Analyse der Atomphänomene, so könnten wir kaum erwarten, ein Verhalten zu finden, das irgendwie von dem der unorganischen Stoffe abweicht. Zitat Ende. Damit aber entsteht ein Dilemma, wie Bohr sich ausdrückt. Wenn die Bestandteile lebender und nicht lebender Materie den gleichen Gesetzen folgen, dann ist nicht einzusehen, warum hinsichtlich ihrer Erklärung durch die Physik ein Unterschied bestehen sollte. Die Auflösung dieses Dilemmas stellt Bohr wie folgt dar, Zitat: In diesem Dilemma müssen wir jedoch daran denken, dass das Verhalten bei biologischen und physikalischen Untersuchungen nicht unmittelbar miteinander verglichen werden kann. Da die Notwendigkeit, das Untersuchungsobjekt am Leben zu halten, für die biologischen Untersuchungen eine Einschränkung bedeutet, die bei den physikalischen kein Gegenstück aufweisen kann. So würden wir zweifellos ein Tier töten, wenn wir versuchten, eine Untersuchung seiner Organe so weit durchzuführen, dass wir den Anteil der einzelnen Atome an den Lebensfunktionen angeben könnten. Zitat Ende. Mit anderen Worten, die Bedingungen, unter denen ein Organismus einmal ein Objekt der Biologie und ein andermal ein Objekt der Physik sein kann, schließen einander physisch aus. Das ist die typische Figur der Komplementarität. Was ist von diesem Argument zu halten? Ich überspringe zunächst die Tatsache, dass Bohrs Argument, so wie ich es hingeschrieben habe, formal nicht korrekt ist, aber dieser Fehler lässt sich leicht beheben. Viel wichtiger ist die Frage, ob zwischen der Physik und den charakteristischen biologischen Phänomenen tatsächlich Komplementarität besteht. Es scheint mir, dass Bohr seine Behauptung dieses Komplementaritätsverhältnisses
Vor allem auf die seiner Meinung nach vorliegende physische Widerspruchsvermeidung stützt das dritte Charakteristikum der Komplementarität. Nun lässt sich diese Unterstellung, dass die physikalische Untersuchung von Leben mit dem Leben selbst physisch unverträglich ist, mit guten Gründen angreifen. Und Bohr hat das später auch realisiert. Aber das geht an der eigentlichen Schwäche des Bohrschen Arguments vorbei und damit an der Schwäche des durch die Fallstudie repräsentierten Typs von antireduktionistischem Argument. Worin besteht diese Schwäche? Für die Diagnose des Vorliegens von Komplementarität in einer bestimmten Situation muss man offensichtlich nachprüfen, ob alle drei Charakteristika der Komplementarität erfüllt sind, nicht nur die dritte. Ist etwa die dritte Bedingung erfüllt, nicht aber die zweite, so folgt für die Reduktionsfrage gar nichts. Wenn Messapparaturen, die die Eigenschaft A eines Objekts messen, physisch nicht damit verträglich sind, dass man gleichzeitig eine andere Eigenschaft B des gleichen Objekts messen kann, so folgt daraus gar nichts. Ein solcher physischer Ausschluss hat nur dann eine Pforte, wenn damit ein Widerspruch zwischen A und B vermieden werden kann. Infolgedessen muss für die Diagnose Komplementarität insbesondere auch nachgewiesen werden, dass die zweite Bedingung erfüllt ist. Was aber fordert Bedingung 2? Sie fordert, dass die beiden Theorien vom Standpunkt dieser Theorien aus nicht miteinander vereinbar sind. Dies ist also für die Diagnose der Komplementarität nachzuweisen. Das bedeutet aber unter anderem, dass die beiden Theorien nicht aufeinander reduzierbar sein dürfen. Aber wozu wollen wir überhaupt Komplementarität nachweisen? Um ein Argument dafür zu haben, dass die beiden Theorien nicht aufeinander reduzierbar sind. Das bedeutet dann aber, um Nichtreduzierbarkeit mittels Komplementarität nachzuweisen, muss ich Nichtreduzierbarkeit bei der Diagnose von Komplementarität voraussetzen, ein unheilbar zirkuläres Argument. Meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende dieses Vortrags angelangt. Was ich hoffe, ist, dass jeder von Ihnen nun ein stiller oder auch nicht so stiller Anhänger der Theorie antireduktionistischer Argumente geworden ist. Schließlich handelt es sich ja darum, in eiskalter Fusion zweier Metaphern gesprochen, dem Zankapfel-Reduktionismus das Fell über die Ohren zu ziehen. Vielen Dank.